27. April, guten Morgen. Ganz ungewöhnliches Video. Wenn man eine Autosammlung hat, ist es wichtig, für mich wichtig, dass die Sache beherrschbar bleibt. Das heißt, es muss genügend Platz in der Halle sein, es darf sich nicht alles vollstellen und wenn man eventuell etwas Neues erwirbt, muss auch ein anderer weichen. So, jetzt schaue ich mir ab und zu mal so an, welche Autos fahre ich denn überhaupt und welche nicht. Es gibt also Autos, die sind fahrbereit, aber werden ganz wenig bewegt. Und ein Kandidat ist das Käfer Cabriolet, was ich habe. Und das habe ich ausgeguckt, dieses Frühjahr zu verkaufen. So sieht das aus. Und jetzt könnte man einfach sagen, ja, setz das doch bei Mobile rein und weg ist es. Nein, bei mir ist so ein bisschen der Weg das Ziel. Und ich mache gerne Videos und deswegen mache ich das mal über dieses Format. Und wir können also das Auto rausholen, gucken, wie sieht es aus, waschen, wie fährt es. Wir nehmen es auf die Bühne, gucken es von unten an und gucken alles so ganz schonungslos durch. Zum Schluss sogar noch, wir machen hier sogar noch in dem Video die Preisermittlung. Und ich sage jetzt schon, das wird kein großes Gewinnstreben. Das Auto kann man günstig dann kaufen. Und wer Lust hat, einfach das Video zu schauen, guckt sich das an und hat Spaß dabei, der eventuell wirklich Interesse hat, spricht mich dann an. Also, wir versuchen mal dieses neue Format und ja, los geht's. So ihr Lieben, wir teilen es in 6 kleine Episoden ein. Als erstes, wir holen erstmal das Auto ganz hinten aus der Halle hervor. Nehmen wir die Kamera mit. Die ist jetzt auf einem Rollstativ. So, da ist es. So, hier steht es also ganz staubig in der Ecke. Das holen wir jetzt nach vorne in die Sonne. Es geht um das 1303 Cabriolet Original Karmann von 1973. Also, raus damit an die Sonne. Erster Teil geglückt, das Auto steht jetzt vorne. Ich habe mal nachgeguckt, ich habe hier ein altes Gutachten und zwar dieses Auto ist soweit im Originalzustand, ist aber 1993 bereits schon einmal restauriert worden. Dabei hat es die Farbe gewechselt von grün auf schwarz. Das ist alles, was vom Originalzustand abweicht. Wir haben also 73 die Blinker vorne drauf, wir haben noch ein Auto ohne die Kopfstützen. Aber auch von hinten das typische 1303-Gesicht mit diesen dicken Pötten hier. Ja, drehen tut er. Wir gucken gleich mal, wir bauen die Batterie ein, Teil 2, und versuchen das Auto mal zu starten.
Wir sind jetzt bei Schritt 2, bauen die Batterie ein und schauen dann mal, ob er sich meldet. Beim Cabrio machen wir die ganze Rückbank mal raus, also den Sitzteil. So, wann er jetzt das letzte Mal gestartet ist, kann ich mich wirklich nicht mehr erinnern. Das ist so lange her, das müsste über 2 Jahre her sein. Deswegen wird er wahrscheinlich nicht sofort anspringen, sondern erst ein bisschen orgeln. So, mechanisch befestigen. So, wenn ihr mal so gucken wollt, ob ihr ein originales Cabrio vor euch habt und ihr bei der Fahrgestellnummer einmal gucken, ob vorne die 15 steht, also hier 15, 32, 54, 152 und so weiter. Also 15 für Typ 15 Cabriolet. So, Batterie anschließen, wisst ihr, Masse steht nie alleine, deswegen erst Plus. Und dann Minus. So. So, hinten machen wir einfach nur kurze Sichtkontrolle. Keilriemen, Öl drauf. Jawohl. Jawohl, alles so drauf. Okay. Ja, ich würde sagen, wir versuchen den einfach mal ein bisschen drehen zu lassen und mal gucken, ob er denn letztendlich auch kommt. So, das probieren wir jetzt einfach mal ein bisschen. Wenn er jetzt erst ein bisschen orgelt, das ist an sich ganz gut, weil dann baut er ein bisschen Öldruck auf. Das ist, wenn er so lange nicht in Betrieb war, an sich eher von Vorteil. Also schauen wir mal, Gas haben wir, Kupplung haben wir, Bremse haben wir. Okay. Ja, gucken wir mal. So, das klingt ja schon ganz gut, oder? Also dafür, dass er so lange Zeit nicht gelaufen hat, kommen schon die ersten Zünder. Ja, machen wir mal eben weg hier. Nee, das machen wir so hier. So sieht das so viel besser aus. Ja, Käfer. Also da wird jetzt auch ziemlich alter Sprit drauf sein, aber trotzdem, der Start ist gut. Jetzt noch nicht so richtig Gas an. Prima. Wir fahren mal nach draußen, wir waschen den so ein bisschen sauber. Wir waschen den jetzt. So, wir machen jetzt nur ein bisschen Katzenwäsche. So, in der Sonne ist natürlich auch nicht so optimal. Wir ledern das sofort wieder runter, nur dass der Staub ein bisschen entfernt ist.
So, wenn man das Auto selber wäscht, dann erkennt man natürlich auch immer die Schwächen an der Karosserie. Wo hat er Roststellen? Wo kündigt sich was an? So, bei diesem Auto also keine Roststellen so weit zu erkennen. Wir gucken uns das Auto natürlich auch noch von unten an. So, für den ersten Schein reicht es. Wir gucken noch so ein bisschen, was hat er an Zubehör. So, euch ist bestimmt schon aufgefallen, der hat ja so schöne Felgen. Und zwar sind da sogenannte Lemmertz Stahlsportfelgen. Die sind vom Typ 4, beziehungsweise die wurden 1973 auch beim Cabrio angeboten. Also man konnte die so ab Werk bekommen. So, noch ein hochwertiges Detail und auch ein wertvolles Detail, und zwar die Trittbretter. Die Trittbretter mache ich an meine Käfer immer vom Norbert Bruns aus Edelstahl. Also er fertigt die aus Edelstahl und haben sehr gute Passform. Wird hier sogar noch eine Kede eingelegt. Jetzt steht hier ein bisschen Wasser zwischen. Wir fahren gleich, dann ist das weg. Aber das ist, glaube ich, eine sehr gute Sache, wenn man sich das beim Käfer auch ergänzt. So, beim Käfer Cabrio häufig zu sehen. Zusatzscheinwerfer Civis. Also die sind keine Original-Civis-Scheinwerfer, sondern das sind nachgeäffte. Aber finde ich, passen sehr gut hier zu dem Cabrio. Und ihr seht hier vorne sogar noch die Oldtimer-Nummer von 2016. Sind wir damit die Münster Klassik gefahren und das ist immer noch dran. So, Katzenwäsche erledigt, Staub ist runter. Bevor wir jetzt fahren, erst Luftdruck. So, geht ja ziemlich flott voran. Da sind wir jetzt bei dem Teil Fahren. Okay, Nummer haben wir drauf. So, Fahrzeugschein, Führerschein. Wir machen eine kleine Probefahrt. Ihr habt gesehen, der ist mit 07 Kennzeichen angemeldet, Oldtimer Flottenkennzeichen. Und wir schauen einfach nur mal, ist er betriebsbereit, kann man den so verkaufen. So, Kamera ist jetzt hier so ein bisschen angebunden. Ich muss ein bisschen vorsichtig fahren, dass ich nicht verloren gehe. Thank you.
So, dann kommen wir jetzt zum fünften Teil. Wir schauen uns morgen bei mehr Licht das Auto einmal von unten an und wir nehmen es mit der Bühne hoch. So, ein Tag weiter. Samstag heute, Licht, ganz wichtig. So, wir schauen uns den Käfer noch mal ein bisschen genauer an. Wir schieben erstmal unseren Käferkalender ein bisschen weiter hier. 25. April. Gestern waren die Windgeräusche sehr stark und deswegen habe ich den Ton ausgeblendet. Wir hören uns den Motor heute Morgen nochmal hier an. Ansonsten war die Probefahrt total unauffällig. Also er fährt, er bremst, es geht alles, schaltet gut, hat einen guten Leerlauf. Und wir schauen jetzt nochmal, wie er heute Morgen, wenn er kalt ist, anspringt. Also wir haben hier den Motor, Originalmotor mit der Kennzeichnung AR 01 und so weiter und so weiter. Aber die Buchstabenkennung in diesem Alphabet bedeutet also immer, aus welcher Generation ist der Motor, ist es der Originalmotor und passt er zu dem Fahrzeug. Ist der Originalmotor hier drin, AR bedeutet, das ist ein 44 PS Motor, 1300 Kubik. Also ganz original, wie es in dieses 73er Cabrio 1303L eben auch reinpasst. Ja, wir starten heute Morgen nochmal und dann könnt ihr mal hören. Es ist natürlich wieder kalt erst. Ich habe ja gesagt, wir schauen uns den Wagen auch von unten an. Und das machen wir jetzt. So, hallo hier oben. Auto ist jetzt oben. Wir gehen jetzt einmal in die Runde und gucken uns alles an. So, Kamera nehme ich in die Hand. So, was auch gut ist zu wissen ist, der hat ja jetzt die Nacht hier gestanden. Und ja, mal gucken, hat er irgendwo Öl abgeschmissen? Weil der Motor ist etwas ölfeucht. Und wir gucken mal, ob er irgendwo was hier abgeschmissen hat. Das sieht erstmal ganz gut aus alles. Aber wir schauen uns jetzt erstmal den Motor als erstes an. So, beste Idee ist, wir nehmen die GoPro. So, und ihr seht ihr, wenn ich jetzt mal auf Start drücke. Also der Motor ist insgesamt so ein bisschen ölfeucht. Hier auch die Rücklaufröhrchen glänzen so ein bisschen.
So, es hängt nicht jetzt unmittelbar ein Tropfen drunter, aber es ist kein absolut trockener Motor. Sieht man das? Ja. So, dann sehen wir hier, nicht Vergaser, Wärmetauscher. Auch da hängt ein bisschen Öl dran. Hier Wärmetauscher. Aber Wärmetauscher noch schön dicht. Die Anschlüsse, die wegrosten, alles noch soweit okay. So, Getriebe. Getriebeanschluss. Da gucken wir mal rein. Soweit Motor. Also Ölwechsel müsste jetzt auch schon wieder so ein bisschen länger her sein. Könnte man also nochmal wieder neu machen. Obwohl kilometermäßig hatte also dementsprechend ganz wenig erst seit dem letzten Ölwechsel gelaufen. Hier ist der Thermostat ist drin, ist verbaut. Okay. So, gucken wir mal weiter. Hier der gesamte Boden. Wir gucken mal eben einmal den Boden entlang. Habt ihr da einen Eindruck? Ich glaube, das sieht sehr, sehr gut aus. Auch hier so die Anschlüsse, die Achse. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. Dann gucken wir mal hinten Manschetten von der Halbachse rechts. Manschetten auf der anderen Seite. Ankerplatte. Bremsleitungen. Bremsleitungen gehen hier zusammen. So, ich Schwerter. Drehstabaufhängung hier. Könnt ihr das sehen? So, ich glaube auch soweit okay. So, jetzt gehen wir mal die Cabrio-Verstärkung entlang. Also die sind schon mal geschweißt worden. Das sieht man hier ganz deutlich. Und auch auf der anderen Seite sieht das so aus. Also auch hier einmal entlang. Ups. So, und dann gucken wir mal Vorderachse. Vorderachse, nehmen wir das Licht mit. So, jetzt gucke ich hier, glänzt wieder was. Das ist das Lenkgetriebe. Lenkgetriebe auch etwas ölfeucht hier. Lenkungsdämpfer. So, und bei der Restauration, also ist ja eine alte Restauration, 1993 schon, ist auch der gesamte Rahmenkopf hier neu gekommen. Und das sieht nach wie vor super gut aus. Hier Hauptbremszylinder. So, dann gucken wir nach vorne mal hier. Gelenke. Federung Stabi. Gelenke. So, also hier so ein bisschen das einzige Manko vielleicht. Das Lenkgetriebe hier ist ein bisschen auch feucht. Sonst soweit auch gut. Dann gucken wir hier nochmal rein, hier in den Kasten. Alle vier Kotflügel sind auch bei der Restauration 1993 neu gekommen. Außerdem beide Türen. So, gehen wir mal noch von vorne nach hinten.
Einmal rundum. So, ich glaube, das war jetzt ganz ausführlich und ihr habt ein Bild. Heile, auch das Gestänge. Wir machen das jetzt mal drauf. Es kann höchstens sein, dass es ein bisschen faltig ist. Und deswegen machen wir das jetzt mal drauf, dann spannt sich das wieder schön. So, und jetzt hier so eine kleine Verriegelung, die zieht man. Hier auch, jawohl. So, und dann einfach drauf und das war's schon. So, einmal verriegeln hier unten. Hier auch einmal rein. Na, eh schon. So, super gut, oder? Also, alles schön in Ordnung. Und die Falten, die gehen jetzt raus, wenn wir es einfach mal so ein paar Tage wieder so stehen lassen. So, jetzt gucken wir noch einmal auf die Datenlage. Also, was haben wir dabei? Hoffentlich kann man das jetzt gut sehen. Also einmal Fahrzeug, so, Fahrzeug, nee, so. Wir machen das hier vom Fenster, das ist noch viel besser, da haben wir noch mehr Licht. So, ich habe mal geguckt, ich habe das Fahrzeug seit 2012. 2012 hatte der 60.795 Kilometer, 2020 64.963, 4.200 Kilometer, mein Gott, ganz wenig. Baujahr 1973, Höchstgeschwindigkeit, Kubik, Leistung 44 PS, Drehzahl, Zylinder, Leergewicht. So, 1993, umfangreich restauriert, unter anderem neuer Rahmenkopf und so weiter und so weiter. Das muss heißen, 1993, Lemmers Schadsportfelden. So, und jetzt folgende Sachlage. Dabei ist der alte Schein. Letzter Besitzer. So, Fahrzeugbrief. Im Fahrzeugbrief der letzte Besitzer. Da ich den auf 07 Kennzeichen angemeldet habe, stehe ich als Besitzer nicht drin. Ich habe also nur den Kaufvertrag. So, seit 2012 führe ich das Register so, dass also meine Autos alles einen solchen Ordner haben hier. Da werden also die Daten drin gesammelt und wird also immer aufgeschrieben, was gemacht wird. Also für diese 4.200 Kilometer hat er sicherlich auch Ölwechsel bekommen und so weiter und so weiter. Wichtig sind hier, also es sind nochmal Kofferraumteppich reingekommen, es sind auf jeden Fall die Trittbretter aus Edelstahl neu drangekommen, Zeituhr getauscht und so weiter. An sich nur so kleinere Sachen, also keine größeren Motorsachen oder sonst irgendwas. Ölwechsel, Filterwechsel ist also auch gemacht worden. So, und das interessanteste Dokument, was jetzt an sich dabei ist, ist das Gutachten von 1993 ist das also begutachtet worden, das Fahrzeug, und hatte damals einen Wert von 15.000 D-Mark. Wichtig ist das, was hier steht. Lackierung wurde erneuert, Cabrio-Dach erneuert, beide Türen, Rahmenkopf erneuert, ganze Zierrad erneuert, alle Kotflügel, Originalfahrzeug, vier Fotos sind dabei. So sah das Foto, Auto damals aus. Und das ist also jetzt auch nochmal hier so das Oldtimer-Gutachten hinten dran. Das ist wichtig.
dass er den Stand Oldtimer hat. Und das sieht man auch hier im Fahrzeugbrief. Also, er hat den Stand Oldtimer. Das ist also schon mal ganz wichtig. Hat jetzt dadurch, dass er bei mir 8 Jahre so unterwegs war, keinen aktuellen TÜV. So, jetzt eine Rechnung zum hoffentlich nachvollziehen. So, eine alte Ausgabe Motor Classic Dezember 2019, also relativ aktuell. Da werden die Fahrzeuge angegeben. Käfer 1303, also im Best Case, oder was schreiben die da oben immer, gepflegt. Gepflegt, ich gehe mal davon aus, dass sie Zustand 2 meinen, würde dieses Auto gehandelt für 29.000 Euro. In mäßig schreiben sie, da meinen sie an sich ein Restaurierungsobjekt für bei, ich sage aber trotzdem mal mäßig, sind wir gnädig und sagen Zustand 4, das Auto fährt noch irgendwie und so weiter, man kann das noch wieder hinbekommen, dann steht es da für 7,5k. Eine Differenz von, was sind das, 21.500 Euro Differenz. Die Hälfte der Differenz wäre 10.750. So, und wenn wir jetzt wieder den Basispreis dazu zählen und den hier sozusagen die Hälfte nehmen, dann liegen wir bei 18.250 Euro. Das wäre der Preis. Wenn wir voraussetzen, das Fahrzeug hätte einen Zustand 3, gehe ich mal von aus. Also es ist nicht frisch restauriert, es ist schon eine ältere Restauration, hat aber keine aktuellen Durchrostungen und sieht noch schön aus, ist im Originalzustand nicht verbastelt und so weiter. Fährt einwandfrei, betriebsbereit, hat allerdings aufgrund der 07-Zulassung keinen aktuellen TÜV. Dann wäre das der Preis. So, ihr Lieben, ich habe gesagt, das wäre jetzt der faire Preis an sich. So, ich sage aber, das Auto soll ja verkauft werden und soll auch günstig verkauft werden oder preiswert verkauft werden. Deswegen sage ich, vorbeikommen, das Ding ist jetzt zur Verhandlung. Also ihr könnt gerne auf dieser Basis jetzt mit mir in Verhandlung treten und ich denke, da geht noch was. Also das wäre der Vorschlag. Ein bisschen Aufmerksamkeit soll jetzt für das Auto unter bucknet.de gemacht werden. Eine sehr schöne, zu empfehlende Seite mit Forum, mit Archiv, mit Marktplatz und so weiter. Also macht Spaß, da rumzustöbern. Und für das Video sind wir jetzt am Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn ihr das Auto natürlich nicht kauft. Aber es geht ja erstmal um das Video. Wer sich wirklich für das Auto interessiert, der kann im Abspann meine Telefonnummer sehen oder er kann auf der Internetseite Classics Report eben auch meine ganzen Kontakte nachschauen. Also ihr erreicht mich auf jeden Fall und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!